fragt man sich auch, freut er sich, wenn er dann da reingewählt wurde hier von der Community, sagt hier, ne, wir wollen das nochmal sehen, wie es läuft für dich. Vielleicht kommt gleich darauf an, wie man uns sieht. Vielleicht sagt er sich auch, war fantastische Gelegenheit, Training gegen die absolute Weltelite. Es ist wie ein Besuch von einer Schwiegermutter. Ja, man freut sich immer, aber dann geht's wieder daneben. Okay. Komischer Vergleich. Also sowohl, dass man sich immer freut, als auch, dass es da wieder daneben geht. Was ist passiert? Unser Traum wurde erhört. Wir kriegen einen zweiten Tiebreak. Nee. Okay. Na gut. Was für eine Partie, ja? Oh mein Gott, jetzt bin ich aufgeregt, ja? Okay. Also der Chat gibt dir mal wieder 100.000 Komplimente. Was für Mir? ein... Ja, natürlich. Natürlich. Was habe ich gemacht? Also die schreiben alle, dass sie, dass du ein toller Typ bist. Ah, nee, das stimmt auch, ja. Ich will ein bisschen zaubern. Ja, fürs Zaubern ist Sonja zuständig. Nein, ich bin ein Zauberer, Sonja ist eine Hexe. Oh. Ist doch ein, es gibt keine Zauberin, ja? Das habe ich zumindest so gelernt. Zauberer ist ein Mann, der zaubert. Eine Frau, die zaubert, die ist eine Hexe. Uff, ich glaube, dass den Take können wir so nicht stehen lassen. Nein? Aber ich glaube Zauberin, oder? Nein, Zauberin gibt es nicht. Unsere Designerin, Chess24 vor 8 Jahren hat mir das erklärt, Bea. Sie meinte, es Okay. gibt keine Zauberin. Sie hat da was schönes Design. Und ich meinte, Bea, du bist eine Zauberin. Und sie ist ein Nein, 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 Rustam, das gibt es nicht. Ich muss das googeln, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Aber Bea würde doch mich nicht anlügen. Aber im Finale ist Wesley ist ein ganz anderer Wesley. Da nimmt er hier häufig die Clark Kent-Brille ab und wir sehen Super Wesley. Ja, wie gesagt, kommt darauf an, ob er mit gnadenlosen Hosen vorbei ist oder nicht. Gnadenlose Hosen kann man nicht bringen. Nicht im Nee. Jahre 2021. Ich habe das gebraucht, hast du nicht gehört. Muss jetzt aber, jetzt wenn die Welt hoffentlich wieder aufmacht, dann schmeiße ich wieder meine Kalorienzähl-App an. Gebe alles brav ein. Mache ich Massephase und danach bin ich hier breit wie Matteo Ricciardi, weil ich fertig bin. Das ist mein Plan. Ein guter Plan. Ich, damit Turm C5. C6, ja, oh mein Gott. Turm C6 in Aufgabe. Magnus Luftlau, ich habe noch gesagt, Turm C6. Und ja, er ist nicht zufrieden, der Weltmeister. Ja, stimmt auch, du hast ja gesagt. Ja, er müsste mal H3 spielen. Hier zur Erklärung, den Turm kann man nicht schlagen, wegen Grundlinien matt am Ende. Schön gespielt von Magnus. Ja, bin ich gespannt von Wesley und Da freut er sich, der Weltmeister. Und Armageddon is on. Ja, schöne Bilder. Gewinnt, Kase gewinnt das Turnier. Er freut sich, der Weltmeister. Ja, was für ein Comeback. ja, da freuen wir Glückwunsch. uns mit ihm. Absolut. Also gegen was für Widerstände er sich hier durchgesetzt hat. Ja, ist beeindruckend.